Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer meiner Standardformate in FIFA 17. Und das war ja die Top-Partien-Prediction. Ich werde mal, das ist sowas wie so ein Pilotfolge. Ich werde mal gucken, wie das erstmal bei euch ankommt, ne? Wenn es gut bei euch ankommt, werde ich natürlich weiterbringen. Und wie das sich so finanziell jetzt bei FIFA 18 macht, ne? Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie sie diese Top-Partien SBC gestalten werden, wie auch, wie profitabel das heißt, wie gesagt, ist. Ich werde das jetzt einmal machen. Schau mal und dann gucken wir mal weiter von Woche für Woche, ob das sich lohnt. Wenn es sich lohnt, mache ich natürlich weiter. Wenn es bei euch gut ankommt, werde ich es auch weitermachen. Ich habe heute euch 9 Partien mitgebracht. Ging erstmal viel, Freunde, aber ich habe es eingeteilt in, ich sag mal, 4 höchstwahrscheinlich oder mit sehr hohen Chancen. Damit wahrscheinlich, eher weniger wahrscheinlich und wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Dann könnt ihr gucken, wie ihr ungefähr investiert. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wie ich es investiert. Ich habe ungefähr so gemacht, dass ich von jeder Nation, das sind Länderspiele, also ich habe von jeder Nation dann ungefähr 4-5 Spieler gehabt, so dass ich die Top-Partie machen kann, aber auch mich nicht zu sehr committe. Und ich habe alle Spieler, die ich jetzt geholt habe, für Abschlusspreise geholt. Also das heißt 350 oder 400 Coins. Das heißt, ich will später in den Kommentaren nichts lesen über, oh mein Gott, ich habe so viel Minus mit dir gemacht. Ihr könnt den Spieler für 400 Coins auch wieder verkaufen und ihr macht dann minimalen Verlust. Und das gehört dazu. Dazu muss ich aber noch sagen, ich habe in ganz FIFA 17, falls diejenigen, die das mich nicht kennen, hatte ich noch nie eine Prediction, wo ich komplett falsch lag. Ich hatte mindestens immer eine Partie dabei gehabt, die da, die dran kam. Und allein mit diesem Match macht ihr eigentlich die ganzen Emissionen oder die Coins wieder in Profit. Fangen wir erstmal an. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Spiel, wo ich sage, das ist am höchstwahrscheinlichsten, ja, das hat mit der größten Chance und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es EA das dran nimmt, weil im Hinspiel, also FIFA 17 Hinrunde, haben die eigentlich immer die Spieler genommen, die sehr offensichtlich waren, zum Beispiel ein El Clasico. Wenn El Clasico nächste Woche wäre, zu 100% könnte ich dir sagen, es kommt El Clasico. Also so war es in FIFA 17, ich weiß nicht, wie das in FIFA 18 war. In der Rückrunde, wenn das Spiel schon mal dran war, kam, könnte aber auch passieren, dass El Clasico nicht also in der Top-Partie in SBC drankommt. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen investiert in Wales-Spieler, ihr seht hier 4 Stück, aber ich habe genau diese 4 Spieler auch nochmal auf der Transferliste. Ich glaube, es gibt nicht so viele Goldspieler, aber ich werde vielleicht noch ein bisschen mehr investieren, aber so könnt ihr es auch machen. Ich kann euch auch zeigen, das sind alle Spieler, die ich gezogen habe oder Abstoßpreis sind. Hier seht ihr 350, 450, 450 Erstbesitz. Also es ist kaum Verlust da. Und Wales wird gegen die Republik Irland spielen. Da habe ich mir auch einige Spieler gehört, wie ihr seht. Also ich habe hier ganz, ganz viele. Und wie gesagt, ich werde vielleicht da noch ein bisschen mehr investieren. Ihr seht hier 350, 400. Das ist no risk. Ihr könnt mir da nicht erzählen, dass ihr da Minus macht. Ihr könnt es abstoßen oder für denselben Preis so ein bisschen so 50 Coins mehr wiederverkaufen. Und wie gesagt, das ist das Spiel, wo ich sage, das ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Also da würde ich ein bisschen mehr investieren. Ansonsten die anderen Spiele würde ich immer 4-5 Spieler holen. Ja, Freunde, jetzt kommen wir zu den 3 Partien, die ich alle in die gleiche Kategorie stellen würde. Und zwar in höchstwahrscheinlich. Also Wales gegen Irland war die, würde ich sagen, am wahrscheinlichsten. Dann jetzt kommen 3 Spiele, die ich gleich mit der gleichen Wahrscheinlichkeit einschätzen würde. Und zwar einmal haben wir da Niederlande gegen Schweden. Das ist ein absolutes Top-Spiel. Wie ihr seht, niederländischen Spieler habe ich jetzt nicht investiert, weil ich schon so viele im Verein habe. Ihr könnt dann, wie gesagt, 4-5 Spieler für 350 oder 400 Coins kaufen. Ist kein Verlust da. Und dann Schweden, muss ich mal gucken, habe ich, glaube ich, ja, könnte ich eventuell noch ein paar Goldspieler investieren. Sehe ich jetzt hier auch. Das ist ja, da würde ich vielleicht noch in 2-3 Goldspieler investieren. Ich denke, das ist, die Chance ist gar nicht so schlecht, weil es ein sehr gutes Topspiel ist. Als nächstes haben wir Portugal gegen Schweiz. Portugal, wie ihr seht, habe ich auch schon mehr als genug Spieler, musste ich nicht investieren. Ich denke, ihr auch. Und da in Schweiz habe ich, wie ihr seht, hier in einigen Spielern investiert. Das sind jetzt ja 6 Stück. Ist, denke ich, auch mehr als genug. Und als nächstes, Ukraine gegen Kroatien, würde ich sagen. Gehört auch noch zu den Partien, die ich jetzt mit höherer Wahrscheinlichkeit einschätzen würde. Ihr seht, es gibt auch in der nicht so viele ukrainische Spieler. Also da könnt ihr auf jeden Fall 4-5 holen. Wenn das drankommt, das Spiel, die würden mehr steigen als die anderen Partien. Weil, wie ich gesagt habe, in der ukrainischen Liga, glaube ich, nur
2, 3Mannschaften gibt, also, oder nur eine Mannschaft sogar, Schachtar Donetsk, und es gibt nicht so viele Ukrainer, zumindest goldene Ukrainer, nicht so viele, also da könnt ihr, wie gesagt, würde ich mal in 4, 5 Spiele investieren. Wie gesagt, kosten auch immer noch alles so Abstoßpreisen. Jetzt nehme ich jetzt um 1 Uhr auf, es kommt wahrscheinlich irgendwann mittags hoch, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler dann so schnell steigen. Also wie gesagt, falls ihr immer am schnellsten informiert, macht einfach die Glocke an. Ich weiß nicht, ob sie immer klappt. Sollte normalerweise ihr eine Benachrichtigung bekommen, dass ich ein Video hochgeladen habe, und dann seht ihr es direkt und könnt dann investieren. Das ist so, denke ich mal, für die Zukunft ist das gar nicht mal so schlecht, wenn ihr das machen solltet. Und ich habe hier, wie gesagt, auch ein paar in kroatische Spieler investiert. Ich habe viele Spieler auch doppelt auf der Transferliste. Wie gesagt, viele Wales Spieler und irländische Spieler habe ich noch auf der Transferliste doppelt. Falls es wirklich drankommt, gehe ich mal von aus, ist es nicht so stark steigen wird, weil es erstmal offensichtlich ist, Wales gegen Irland, und diese Nation eigentlich ziemlich oft gibt. Plus, ich würde raten, dass sie keine hohe oder keine starke Voraussetzung für diese SBC setzen will. Wahrscheinlich kommt dann sowas wie nur 5 Goldspieler müssen dann in dem Team sein. Oder 76 rated, 78 rated. Also, es ist, denke ich, ja, aber trotzdem würde ich sagen, wenn ihr die jetzt 350, 400 holt, können die auf 1000 Coins steigen. Das ist immer noch 500 pro, ja, pro Spieler. Aber man weiß nicht, die können auch irgendwann eine krasse Voraussetzung machen. Deswegen machen wir ja die Prediction und kaufen uns schon mal ein paar Spieler ein. Jetzt kommen wir zu den Partien, 2 Partien, wo ich sage, ist wahrscheinlich, aber nicht so wahrscheinlich wie die 4. Die 4 sind meine Top-Prediction und jetzt, das ist, würde ich sagen, ist wahrscheinlich. Und da kann man auch investieren, weil, guck mal, Peru, habe ich jetzt nur einen, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen investieren. Wenn das drankommt, könnten die, könnt ihr mehr Profit machen, weil das Nationen sind, die nicht so groß sind und nicht so viele Spieler haben. Das heißt, da ist mehr Profit zu machen. Peru gegen Kolumbien ist die Partie. Kolumbien habe ich mehr als genug, da muss man nicht investieren, ich glaube, da kann man auch nicht so viel Profit machen. Als nächstes haben wir Honduras gegen Mexiko. Also, ihr seht, ich habe keinen einzigen hondurischen Spieler. Da werde ich auch gleich nochmal kaufen. Just in case, Freunde, just in case. Für mich ist es eigentlich nur wichtig, dass ich die SBC machen kann, so günstig wie es möglich ist. Ich will gar nicht Profit machen, ihr mexikanische Spieler habe ich mehr als genug. Das ist so meine, ja, was für mich wichtig ist. Wie ihr investiert, müsst ihr wissen. Deswegen sage ich immer jetzt erstmal, um sicher zu gehen, nehmt einfach 4, 5 Spieler, die es für Abstoß gehen. Als nächstes haben wir, das noch weniger wahrscheinlich ist, aber just in case würde ich da auch nochmal ein paar Spieler investieren. Panama, habe ich auch kein Spiel. Falls das wirklich einer von denen drankommt, ihr seid so gearscht, weil dann würden die Kosten locker direkt 6, 7, 8k die Spieler. Deswegen ein, zwei Spieler jetzt für den Abschluss kaufen ist gar nicht so schlimm. Muss ich gleich auch noch, wie gesagt, machen. Gegen Panama, gegen Costa Rica, da habe ich 2, da kann man auch vielleicht nochmal ein paar investieren. Und wir haben das als vorletztes Spiel Australien. Hier haben wir Australien. Da müsste ich auch einige haben. Ja, aber kein Goldspieler. Da kann ich auch wieder ein paar noch holen. Gegen Syrien. Oh, da könnte ich auch keinen Spieler haben. Nein. Also das sind wieder, ja, 2 Nationen. Falls das wirklich drankommt, sehr viel Profit zu machen ist. Und als allerletztes würde ich sagen, ist es am unwahrscheinlichsten, ist Brasilien gegen Chile. Und da hat sowieso jeder viele Spieler in seinem Verein, weil das halt sehr, sehr verbreitete Nation ist. Und Chile habe ich jetzt nur einen, hole ich mir gleich noch ein paar. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist das jetzt meine Prediction für diese Woche, eine Pilotfolge. Ich schaue mal, wie es, wie gesagt, bei euch ankommt, wie das in FIFA läuft, ob das gut läuft oder nicht gut läuft. Und dann schauen wir, wie gesagt, von Woche für Woche. Falls euch das gefällt, es kam eigentlich in FIFA 17 eigentlich gut an und die meisten wirklich, die bissen ihren Kopf eingesetzt. Also ich sag mal, 95% meiner Abonnenten in FIFA 17 haben damit viel Profit gemacht. Ich habe damit Millionen gemacht. Also über FIFA 17 hinweg habe ich echt damit Millionen gemacht. Allein nur dadurch, dass ich die SBC mache, irgendwann zieht man. Ich kenne, wie schlecht mein Packlack ist. Ich habe so einen schlechten Packlack, aber irgendwann zieht man einfach einen guten. Plus, ihr macht nebenbei die Spieler, die zu viel sind, macht ihr auch noch Profit. Das ist halt die, dafür ist die Prediction da. Wie gesagt, wenn ich mal weiß, dass ein Spiel zu 99% drankommt, dann empfehle ich euch auch mal mehr zu investieren, also richtig mehr. Aber zurzeit weiß ich nicht, wie EA drauf ist. Ich muss erstmal die Wochen abwarten und schauen, wie die SBCs gestalten, welche Spiele die holen. Deswegen erstmal empfehle ich euch hier von jeder Nation ein paar zu holen für Abstoß. Die meisten gibt es für Abstoß. Und dann würde ich sagen, das war's so von mir. Danke für den Support in den letzten Tagen.
echt krank. Call for 2K. Also das, wer hätte das gedacht, ey, bevor ich FIFA 18 angefangen habe. Ein kranker Shit. Danke dafür auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Casey ist raus.